Der P25 mit seinen 564 Werkzeugen ist der große, breite Werkstattwagen in unserem Sortiment. Ausgestattet ist er mit einem Kantenschutz, der Eurolochung für die Aufnahme von Werkzeugklemmen und Haltern, dem Putztuchrollenhalter, einer Edelstahloberfläche und dann hier drüben auf der Seite noch einem Dosenhalter. Gefüllt ist der Wagen mit 564 Werkzeugen. Und was das im Detail ist, schauen wir uns jetzt mal an. Alle Werkzeuge liegen in dreifarbigem Schaumstoff, somit sieht man halt sehr schnell, wenn ein Werkzeug fehlt. Die erste Schublade ist gefüllt mit Schraubendrehern, angefangen von Torx T5 bis T40. Hier im oberen Bereich dann Schlitzschraubendreher von T3 hoch dann hier bis 8. Hier drüben dann Kreuzschlitzschraubendreher und in diesem Bereich dann die Clipheber. Dann sind hier drüben noch zwei kleine Montiereisen und ein Schaber, eine kleine Taschenlampe noch mit dabei und ein Hakenwerkzeug. In der zweiten Schublade finden wir alles, was Stecknusswerkzeuge sind im Bereich Viertel und 3/8 Zoll. Im oberen Bereich haben wir die Stecknüsse, Torx, Vielzahn, Imbus und hier drüben dann die tiefe Variante der Sechskantnüsse und vom E-Profil. Im vorderen Bereich haben wir dann hier die Zündkerzensstecknüsse, die lange T-Griff-Variante in 3/8, Verlängerungen in Viertel und 3/8 Zoll und dann hier drüben die Ratschen passend dazu mit Schwenkkopf, verlängerbar und als Ergänzung noch einen Drehmomentschlüssel von 20 bis 100 Newtonmeter. In der dritten Schublade befindet sich alles, was Halbzoll ist. Hier in dem Bereich hier drüben alles die langen Varianten inklusive schlagfester Stecknüsse. Im rechten Bereich dann die kurzen Varianten und die Spezialnüsse als Vielzahn, Torx und Imbus. Im vorderen Bereich hier drüben dann die Ratsche, der Knebel, Gelenk und ein weiterer Drehmomentschlüssel von 40 bis 200 Newtonmeter. In der vierten Schublade befinden sich die Schlüssel. Im linken Bereich die gekröpfte Variante, hier dann die Pfeifenkopfschlüssel, im hinteren Bereich hier drüben Ratschenringschlüssel umschaltbar und im vorderen Bereich dann Ringmausschlüssel bis 32 mm. In Schublade 5 haben wir weitere Schlüssel, hier drüben Maul-Maul, anschließend Ring-Ring in der geraden Variante, im oberen Bereich dann die Blockschlüssel, hier in der Mitte Leitungsschlüssel, die geöffneten, dann hier drüben gekröpfte Schlüssel, Torx und die kurze Variante Ring-Maul-Schlüssel. Schublade 6 beinhaltet Feilen, dann T-Griffschlüssel, einen Schellenschlüssel und hier in dem Bereich die Sechskant-Schraubendreher. Ganz am anderen Ende befinden sich die Winkelstiftschlüssel. Schublade Nummer 7 besteht aus Zangen, sogar Sägeringzangen sind enthalten, dann Messwerkzeuge, Messschieber, Stahllineal, Metermaß, beziehungsweise haben wir in dem Satz dann noch mit drin die Schneidwerkzeuge, Schere, Säge und Blechschere. In Schublade 8 befinden sich die schlagfesten Nüsse Halbzoll sowie die Verlängerung dazu und auch das schlagfeste Gelenk. Hier drüben dann Fäustel, Hammer und rückschlagfreier Hammer und im vorderen Bereich Meißel und Durchschläge. Der Werkstattwagen ist mit dem einzigartigen Duolock-System ausgestattet. Das heißt, ich kann entweder alle Schubladen zeitgleich öffnen oder durch Umschalten des Schlüssels hier die Schubladen sperren und somit nur noch eine Schublade zu einer Zeit öffnen. Nach getaner Arbeit lässt sich der Werkstattwagen über das zentrale Schließsystem verriegeln.